Hatte gestern solche Cravings nach einer Grapefruit, nach diesem bitteren. Geil, ganz schön Saft. Diese weiße Haut ist übrigens voll gesund, aber ich finde die so eklig. Ich mache die natürlich immer ab, wenn ich das esse, aber gerade bei meinen Säften lasse ich die dran. Und ich frage mich echt, warum so Säfte, wenn man sie sich irgendwo holt, so teuer sind. Ich habe gestern so ein 1,5 Kilo, ist das? Ja, 1,5 Kilo Bio-Karotten für 2 Euro. Bio-Orangen im Netz für 3 Euro. Grapefruit, also warum so ein Saft dann irgendwo 8 Euro kostet. Das ist genauso, als wenn man irgendwo Salat bestellt. Ist auch mal so teuer, ne? Also ich mache mir jetzt einen schönen Saft. Und hier gibt es noch dazu Roggenbrot mit veganer Mortadelle und mit Käse. Da hatte ich irgendwie auch mega Bock drauf. Und der Kleine hat auch schon Obstteller und Brot. Grapefruit, Karotte, Orange und bisschen Ingwer, glaube ich, oder? Mm. Alles okay? So gut. Sind gerade draußen. Ich mache mir jetzt, glaube ich, nochmal Brot zum Mittag, weil ich irgendwie wundere dich nicht, ne? Das ist so eine Gesichtsmaske, die ist fast schon eingezogen. Ein paar Reste sind noch da. Und also jetzt hätte ich mir hier so ein Pudding hingeschmiert. Genau, ich habe irgendwie nochmal Lust auf das Gleiche, glaube ich. Ich habe solche Cravings nach diesem Vollkornbrot. Ja, und deshalb mache ich das jetzt nochmal. Upsi, heute keine Lust auf was Warmes zum Mittag. Ich habe hier so eine vegane Butter, die schmeckt richtig gut. Die schmeckt tatsächlich, ehrlich gesagt, besser als normale Butter. Hätte ich nicht gedacht. Ich liebe Butter. Das ist, glaube ich, auch ein Fearfood von vielen, oder? Butter. Haben mir viele geschrieben. Gönnung. Ich lieb's. Hätte ich früher niemals gegessen. Butterbrot. Was habe ich da verpasst, meine Lieben? Gerade jetzt wie heute früh, gell, mit den Säften zum Beispiel, ist es halt auch voll wichtig, da unten Fett dazu zu haben. Ist ja egal, was du nimmst. Du kannst natürlich ein gesünderes Fett nehmen auch. Oder irgendwie ein bisschen Leinöl mache ich auch oft rein. Aber das ist tatsächlich wichtig, auch dass die Vitamine gut aufgenommen werden können. Oliven, auch nicht gerade. Fettarm, aber so köstlich und auch gesund. Und dann ich liebe Radiesel mit Salz. Das ist ja auch so eine tolle Sache. So gut. Schön scharf. Ups. Was ich auch früher gemacht habe, ich habe immer versucht, so lange wie möglich das Essen nach hinten zu schieben. Und das hat mir dann irgendwie auch überhaupt nicht gut getan und Stress gemacht. Jetzt esse ich halt dann, wenn ich Hunger habe. Wenn ich wieder Hunger habe, esse ich noch was. So simpel, aber halt leider nicht so selbstverständlich, nicht so einfach. Doch, ich habe Linsenchips, habe ich gestern gekauft und ich habe noch Hummus. Da kann ich, dachte ich mir, ich kann die so rein dippen. Geil, das ist nicht so. Also wieder Vollkornbrot. Dieser muss ich noch Salz drauf machen. Oliven, Linsenchips mit einem Rest Hummus, den ich noch habe. Den dippe ich da jetzt weg. Boah, so Bock drauf. Ich habe neulich hier so Kekse geholt und ich habe da jetzt schon länger so Bock auf so weiße Schokolade. Keine Ahnung, wo das herkommt. Ich mochte nie weiße Schokolade. Und jetzt dachte ich mir gerade, irgendwas Zitroniges mit weißer Schokolade. Oh, jetzt habe ich die zu Hause. Ich muss jetzt unbedingt mal probieren. Die sind bestimmt gut. Ich hoffe. Ja, probieren wir einfach mal zusammen, oder? Ach, Zitrone. Geil. Leute. Oh mein Gott, die sind so richtig. Oh. Wie sagt man denn so fudgy, dass die so auseinanderfallen? Oh.
Halleluja. Oh mein Gott. Mh, mach ich die hier vom Lidl. Mh. Hallo. Richtig gut. Weißt du, was auch so ein Ding ist? Ich gehörte nicht zum Sport, weil ich fühle mich heute nicht gut. Und ich frage mich jetzt immer, wird mir dieser Sport Energie geben oder wird er mir Energie rauben? Und ich bin wirklich dieses Mal wieder von der Periode so platt und habe so Kopfschmerzen. Und oft hilft mir dann Yoga und dann geht es mir besser. Gestern, heute hätte ich sogar Zeit zu gehen, weil mein Mann hat Zeit, sich um den Kleinen zu kümmern, bla bla bla. Aber ist egal, ich gehe nicht, weil ich weiß, es wird mir danach nicht gut gehen, es wird mir so viel Energie rauben und dann ist es okay. Und dann esse ich trotzdem, wenn ich Bock habe, einen Cookie. Und an anderen Tagen esse ich super gesund und gehe irgendwie viermal in der Woche ins Fitness und mache an den anderen Tagen zu Hause noch Hula-Hoop und Homeworkouts, weißt du? Das ist der Unterschied zu früher. Und das ist die Balance, sich das Essen nicht mehr verdienen müssen mit Workout, mit Sport, sondern wirklich das zu machen, was gut tut. Und wenn du einmal das wirklich da so drin bist und wirklich spürst, was der Körper will, das ist sau schwer. Und ich esse auch immer noch emotional. Ich glaube auch, dass man es nie hundertprozentig ablegen kann, wenn man da mal ein Thema mit hatte. Aber man spürt, dass der Körper auf jeden Fall Bock auf gesunde Sachen hat. Ich würde jetzt nicht den ganzen Tag solche Sachen essen wollen, da würde ich mich nicht gut fühlen. Und ich habe auch einfach Lust auf Gesundes und Frisches. Aber es ist natürlich nicht leicht, ne? Aber trotz kein Sport heute, Kekse essen, süßes Essen, das wäre früher unmöglich gewesen. Und freue mich, dass es mittlerweile so gut klappt. Dann nehme ich noch einen, weil es so schön ist und so lecker. Muss ich nachher unbedingt meinem Mann sagen, dass er ja unbedingt probieren muss, der liebt so Zitronenkuchen. Hammer, richtig lecker. Weißt du, ich finde es super wichtig, sich gesund zu ernähren, Sport zu machen, sich fit zu fühlen, energetisch zu fühlen. Und natürlich sind diese verarbeiteten Produkte, die Spülmaschine hat wieder ihren Auftritt, sind diese verarbeiteten Produkte natürlich nicht gesund, weil seine Essstörung ist ja auch nicht gesund. Also diese Balance, finde ich, gibt einfach auch so viel Lebensqualität und Lebensfreude. Und ich habe gestern so ein Posting darüber gemacht bei Instagram, auch über diese, ja, diese Imperfektionen hier, ne? Das ist hier ein bisschen Schubabi da und ein bisschen Besenreißer hier und so. Whatever. Es ist immer so leicht gesagt, so ja, lieb dich doch einfach selbst. Und es ist auch leicht, das zu sagen, als, ja, wie man sagt, enorm schöne Person. Zu denen, wie ich, würde ich mal sagen, gehöre ich auch. Ich habe jetzt kein Instagram-Body, aber ich habe jetzt auch nichts an mir, was jetzt großartig auffällt, ja. Und das für Menschen, je auffälliger du bist im Sinne von außerhalb dem, was wir als Gesellschaft, als Norm ja, kategorisieren, umso schwieriger ist es einfach, ja, zu sich zu stehen und gegen diese Kommentare, gegen diese Erwartungen sich zu stellen. Und ich finde das auch immer so ein bisschen schwierig. Man sieht es auf Instagram total viel. Ich teile auch viel zu dem Thema, aber ich versuche zumindest, weiß auch nicht, ob es mir immer gelingt, sensibel zu sein und das mit so ein bisschen so Freude und Augenzwinkern einfach rüberzubringen, das nicht zu ernst zu nehmen. Aber ich sehe das total oft, dass so Frauen, die wirklich einfach einen sehr, ja, der Norm entsprechend schönen Körper, schönes Gesicht, alles haben, die sich dann so hinstellen und so ihr nicht vorhandenes Bäuchlein dann so hinstrecken und sagen, guck mal, ich bin doch auch überhaupt nicht perfekt, mach's doch einfach wie ich und lieb dich doch einfach selbst. Das ist schwierig, denn auch natürlich Essstörungen gehen in viele Richtungen und auch Menschen, die einen sehr normen schönen Körper haben, können natürlich Unsicherheiten haben. Aber ich glaube, es ist natürlich doch schon leichter, mit sich selbst im Reinen zu sein, je mehr man dem Schönheitsideal entspricht. Das ist ja nun mal einfach ein Fakt. Wenn ich ins Schwimmbad gehe und habe irgendwie einen Sixpack, der auch, wenn ich den rausspreche, immer noch gut aussieht, dann ist es was anderes, als wenn ich wirklich jetzt irgendwie einen extreme Dehnungsstreifen habe oder einen Bauch, der extrem hängt oder ein extrem hohes Gewicht habe. Das ist was anderes. Und das ist schon
auch schwierig, da einfach, da kann man nicht sagen, so, oh, lieb dich doch einfach mal selbst. So einfach ist es nicht. So einfach ist es bei mir auch nicht. Ich denke mir auch an manchen Tagen so, boah, Riese, ey, wie sieht denn das aus? Das war nicht so geil. Das war auch früher mal straffer und so. Guck mal hier, meine Arme da so. Habe ich auch früher nicht gehabt hier, so Zellulite an den Armen. Ja, ne, so ist es. Also, und das ist auch okay, dass man nicht jeden Tag sagt, oh, ich bin so wundervoll. Sondern ich finde, was mir total hilft, einfach so das große Ganze zu betrachten. Und auch jetzt nach der Schwangerschaft. Dann zu sagen, so, ja, naja, dann ist es halt jetzt so. Dann ist es halt vielleicht jetzt alles nicht mehr so straff wie davor. Aber was habe ich denn für ein verdammt schönes Leben eigentlich jetzt mit meinem kleinen Sohn? Wie viel Freude macht denn der mir? Und wie schön ist denn das eigentlich alles? Und werde ich mich jetzt in 40 Jahren daran erinnern, an meinen perfekten Body? Oder werde ich mich daran erinnern, wie ich mit meiner Familie am Strand gesessen bin und ein schönes Eis geschlabbert habe und einfach eine gute Zeit hatte? Ja, du musst dir immer denken, wie viel Lebensqualität, wie viel Lebenszeit du dir raubst, indem du dir Gedanken machst, ob dir irgendwie deine Plauze über die Hose hängt. Jetzt aber einfach mal so gesagt. Ist das wirklich am Ende des Tages noch relevant? Oder hast du einfach einen schönen Tag am Strand gehabt? Also so, das hilft mir irgendwie immer so ein bisschen der Blick da drauf. Ja, genau. Also jetzt esse ich mal meinen Keks weiter hier. Hallo. Jetzt haben wir Pfannkuchen aus einfach Vollkornmehl, ein Ei, Mandelmilch. Was noch? Ach ja, ein Apfel. Noch einfach im Mixer und gebacken und dann mit Nussmus. Lecker. So geil. Es gibt eines meiner Lieblingsessen. Mein Mann hat nämlich veganen Caesar Salad gemacht mit Räuchertofu oben drauf. Schmeckt so gut. Und wir lieben das als Pastasalat. Also Caesar Salat mit Caesar Dressing mit so einem Eisbergsalat und was ist denn da noch alles drin? Radiesel, Gurke, Tomate, Paprika, alles Mögliche. Und genau drauf dann einfach angebratener Tofu. Schmeckt so gut. Ich liebe Weintrauben. Und vor allem müssen die noch so richtig schön fest und knackig sein. Mmh. Jetzt sind wir mal nackig. Ich mache Smoothie Bowls zum Mittagessen, weil es so heiß ist. Und ich habe hier dieses Immun Kids Pulver reingegeben. Es gibt immer noch eine schöne Farbe, es ist mit rote Beete und natürlich auch super gesund. Ja, schade, ist alles drin. Wir nehmen ja alle unsere Nahrungsergänzungen von In & Nature. Da habe ich auch einen Rabattcode, der ist dauerhaft gültig. Der ist RaisiRandom10, den schreibe ich dir auch noch unten rein. Wenn du was brauchst, kannst du dir den gerne mal abspeichern. Schnelles Lunch, die Smoothie Bowls, das ist gefrorene Granatapfelkerne. Dann hatte ich noch so viele braune Bananen gestern über, die habe ich eingefroren. Ein bisschen Mango, dann einfach Naturjoghurt und das rote Beetepulver obendrauf. Ein bisschen Nussmus und Granola, das ist so ein Bärengranola von DM und Hanfsamen. Und weil das sonst ein bisschen wenig ist, noch ein Roggenbrot mit Käse mit dazu. So, es ist jetzt 2:30 und ich habe doch noch ziemlich Hunger. Und ich kann mir vorstellen, der Kleine auch, wenn er gleich aufsteht. Und deshalb mache ich jetzt noch was von Avery. Diese Umami-Reis ist so, so gut. Der ist so mit ja, veganem Chicken und Wildreis und ganz viel Gemüse. Weil wir gehen jetzt baden und werden wahrscheinlich erst spät zu Hause sein. Und es wird noch ein bisschen dauern, bis Abendessen gibt. Deshalb mache ich den jetzt noch zum Mittagessen. Ich kann euch wirklich die Gerichte von Avery so ans Herz legen. Die sind so, so gut und so schnell gemacht. Ich weiß nicht, ob ich nochmal einen Code bekomme von denen. Der ist jetzt noch bis 31.05. gültig. Also wenn du das mal probieren willst, dann nutz gerne den Code und hol dir da mal was. Ich hätte mir das so sehr gewünscht damals fürs Wochenbett. Ich habe schon bei Instagram gesagt, wenn du schwanger bist, dann schick das unbedingt an deine Freunde. Das ist das Geschenk, was du brauchst. Brauchst du mehr als den 20. Body oder einen Blumenstrauß? Was immer lieb gemeint ist, aber da hast du wirklich was davon. Oder auch wenn du sagst, du willst ja einfach ja dich ein bisschen ausgewogener ernähren und auch regelmäßig essen,
nicht nur immer zwischendurch mal so ein bisschen so eine Kleinigkeit. Ich habe auch früher immer, ach, immer versucht, so lange wie möglich ohne Essen auszukommen. Dachte, ich brauche kein Mittagessen. Also ich merke, dass mir das so gut tut, wirklich auch ja, was Warmes auch mal mittags zu essen. Kommt immer auf die Wetterlage an und ob ich Lust drauf habe. Aber ich merke schon, wenn ich was Richtiges esse, also eine richtige Mahlzeit mittags esse, geht es mir so viel besser und ich habe keine Kreislaufprobleme mehr und so weiter. Also die Sachen von Avery wirklich schmecken fantastisch und ich kann es dir wirklich nur empfehlen. Also wenn du es noch nutzen möchtest, den Code, dann mach das gerne. Ich bestelle jetzt auch nochmal mit meinem eigenen Code, weil wie gesagt, wer weiß, ob ich dann nochmal einen bekomme. Und einfach in die Pfanne mit ein bisschen Öl. Dann geht's los. Richtig gut. Probier mal so asiatische Gerichte und dann da oben so Röstzwiebeln drauf. Ich habe das mal bei Wagamama, vielleicht kennen das die einen oder anderen aus UK, habe ich das mal gegessen, seitdem mache ich das immer. So gut und die Gerichte sind wirklich mega frisch, einfach schockgefrostet, vegan. Richtig geil, also schmecken echt wie selbst gekocht und dazu eine Natur drüber Apfelschorle mit ganz viel Eis. Mmh. Ist das ein Mittagessen um 15 Uhr. Freue mich jetzt. Das Einzige, was ich daran bereuen werde, ist der Kaffee. Ich gehe jetzt mit meiner Freundin und den Kindern zum Badesee und werde gleich wieder auf Toilette müssen, weil ich jetzt vorher wieder einen Kaffee trinke. Cool. Ich mache gerade Snacks für den See. Schau mal, was ist denn das für eine Cantaloupe-Melone? Heißt es Cantaloupe? Ich glaube. Boah, die Farbe. Mega, oder? Sodala, wo ist denn die Schärfe? Da. Schnapp. Zugeschlagen. Wir waren jetzt super lange auf dem Spieli und jetzt ist es schon voll spät, deshalb gibt es jetzt ein schönes Restebuffet. So, dann haben wir hier noch einen Rest Salat von gestern. Dann habe ich hier gemacht Kichererbsen, Tomaten und Feta. Einfach so schnell zusammengerührt. Ja, dann hier noch Joghurt und ein paar Kräuter. Dann habe ich hier noch ein paar Pellkartoffeln und Eier gekocht. Und das ist einfach nur so ein Wildkräutersalat. Da ist gar nichts dran. Den nehmen wir einfach so als Basis und machen da quasi dann so Bowls draus. Genau. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis bald. Tschüssi.